Passt dann dort wieder nicht. Machen wir es so hier. Dann können wir hier unten das so weiter nehmen erstmal. Dann kann der Verkehr hier schon mal weiterrollen. Dann könnte man vielleicht das äußere Gleis abzweigen und dann dort hochführen lassen. So, genau. Und dann nehmen wir einfach das Gleis hier oben für den Holzzug nach, was war das jetzt hier? Dingshausen. Dornhahn. Den tun wir aber hier mal so durch, würde ich sagen. Was soll denn der Huckel eigentlich hier? Also kurz gespeichert. Kann man den Bausound eigentlich auch ausmachen? Nee. Schade. Ich dachte, man könnte das vielleicht irgendwie kurz mal einen YouTube-Kommentar beantworten. Feuer M Industry, was mich jetzt nicht so überzeugt hat. Muss ich mal leider sagen. Also die Steuerung scheint ziemlich kompliziert zu sein. Also ich könnte... Na gut. Ich werde dann so... Das ist direkt zweigleisig aus. Wir werden zwar wieder ätzen mit dem Signalbau, aber na, komm mal einfach mal. Achso, spätestens da und der ist an der Brücke Schluss. Und dann haben wir, glaube ich, auch wieder das Problem, dass es mit diesem diagonalen Abschnitt. Nicht so gut funktioniert, dass wir hier so... Das ist nämlich jetzt ins vorbei, ne? Dann machen wir einfach hier wieder so eine komische Kurve rein. Dann sieht dann zwar wieder traditionell so ein bisschen komisch aus. Also passt denn überhaupt Signal hin dann? Ja, es müsste eigentlich dieser Abstand sein, wo es passt. Oder wenn wir das Depot nutzen können. Dann dort einfach hin. So. Also es passt da wieder kein Signal hin. Ja, müssen wir es halt so machen. Also es wäre ein potenzieller Deadlock hier, wenn da... Ah ne, doch, müsste eigentlich gehen. Kann nur ein Zug. Ne, das müsste passen, meiner bescheidenen Meinung nach. So, jetzt brauchen wir noch 10 Millionen andere Signale hin.
Hier mache ich den Abstand natürlich eher so ungenau. Mit dem automatischen Bautool in der Steam-Version konnte man das ja schön gleichmäßig bauen. Dann mache ich hier nochmal diesen Huckel weg. So, dann können nämlich ein Holzzug einfach... Was ist denn jetzt hier schon für ein Stau? Oh nee, weil die dort warten müssen. Oh. Das ist aber auch dämlich. Dann kommt halt wieder ein Tunnel hin, wenn das nie anders geht. Hier ist noch so ein Fragment von einem alten Tunnel, der da mal gebaut wurde. Ich glaube, da reicht der Platz hier nie, um da so tief zu kommen, ne? Ja, scheiße. Ja, müssen wir hier... Ah, habe ich überhaupt schon die Brücke? Und die Frage ist, komme ich hier so... zweigleisig überhaupt hin? So, es ist ja wieder Stau. Bitte einfach durchfahren. So, mit so einer hässlichen Kurve hier. Ob hier natürlich schön wieder erfahrungsgemäß was anderes ist, aber das behebt halt zumindest erstmal hier die Stelle. Den Holzzug bauen, der dort jetzt hinfährt. Na, passt da noch einer ran? Nee, ist ja zu lang. Egal. Na gut, er müsste ja nur das Gleis finden. Ne? Wenn er woanders lang fährt, dann wäre der Zug ziemlich blöd. Ah, es hat bloß 74% Gewinn dort an der Stelle. Da müsste ich vielleicht den Bahnhof auch noch ein Stück hinterrücken. Achso, passt nicht. Dann wird das Gebäude noch abgerissen. Achso, wahrscheinlich hat es nie gepasst, weil das hier nicht planiert war. Das habe ich da unberechtigterweise wahrscheinlich in ein Gebäude abgerissen. Das ist mir jetzt aber unangenehm. So. Oh, das gibt Ärger. Wo ist denn der Zug?
Warum kommt er jetzt von hier? Ist der eigentlich bescheuert? Dann machen wir das anders. Dann ist es egal. Da können wir so einen Punkt wenden. Oh, habe ich es kaputt gemacht. Oder ich muss ihm explizit sagen, dass er wenden soll an der Stelle. Finde ich zwar irgendwie blöd, aber wenn er das unbedingt haben will. So, warum hat er jetzt hier rot? Ach so, der andere Zug dort unten. Oh, was macht denn der für einen Schmutz hier? Jetzt hat er es gerafft. Ist ja nicht zu fassen. Dann könnte ich eigentlich hier nochmal ein... Wartebereich schaffen. Na gut, ich könnte die Brücke natürlich auch tunneln und dann... hier so dran vor.